so funktioniert das nicht. Aha. Hey, Spachtel. Ui, ein Rätsel. Oh, das ist ein fieses Rätsel. Ach so, können wir noch gar nicht, weil eine Kachel fehlt, oder wie? Schaut so aus. Wo finden wir denn jetzt eine Kachel? Feuer haben wir immer noch keins. Tja, Spachtel also. Go away. I prefer to reminisce about the good old days of plundering. Die guten alten Tage des Plünderns. Ja, ja, das waren doch Zeiten, Freunde. Nicht so jetzt hier so, ne? Allein auf der Schädelinsel. Langweilig. Wir brauchen auf jeden Fall ein Feuerzeug. Spachtel. Papagei wegspachteln. Oder den Zwerg da von der Truhe, bitte. Spachtel den bloß schnell weg. Wo ist jetzt die Spachtel? Die hat die Spachtel weggeworfen. Wir können gar nichts anderes mehr spachteln. Oh Mann, der hat die Spachtel weggeworfen. Jetzt haben wir gar nichts mehr. Freunde, wenn jetzt kein Wimmelbild auftaucht, braucht man einen Tipp. Weil ich möchte ja auch nicht ewig nur suchen, das ist für euch ja auch langweilig. Wirbel, aber keinen Wurmhaken. Verzeiht es mir. Wir müssen ein bisschen gucken wegen der Zeit. Ich möchte nicht 3 Folgen lang den Haken suchen und ein Feuerzeug. Hä? Wir haben nur 4. Hätte ich auch selbst gekonnt. The people of the Caribbean first heard about Captain Remington and his Black Galleon when he sank 2 passenger ships near Isle Simona. Those who survived were taken aboard and later sold as slaves. Tales of Remington's cruel and ruthless manner spread. Those first attacks were only a taste of the coming atrocities. Soon, Captain Remington boarded and sank commercial ships. His Black Galleon would appear out of nowhere and strike without warning. Those who weren't shot or stabbed were forced to walk the plank to the pirates' amusement. People were frightened and began to suspect Remington must have made a bargain to come by such unearthly skills. His crew was said to consist of sea monsters, convicts, and cannibals. His ship was thought to be invincible and capable of casting storms, fog, and eerie. One of the vessels attacked by Remington's crew happened to be on its way to pick up
the young Countess, Mary Bannister, and safely transport her to her father in San Juan. The pirates boarded the ship, killed the Marines, and then donned the dead men's uniforms. At the port of call, before anyone noticed, Remington kidnapped Countess Mary, expecting a grand ransom. Okay, Freunde, die Piratengeschichte. Wir wissen es aber immer noch nicht, wo wir hin müssen. Ein Feuer zurück. Ein Reagenzglas. Hä? Wir haben nur Würmer, was sollen wir hier? Freunde, ich bin sehr verwirrt. Was ist denn das? Feuer. Juhu! Alles klar. Dankeschön für den Tipp. Jetzt schießen wir los. Relief. Nein. Achso. Dem Relief fehlt nicht nur eine Kachel. Die Kacheln sind noch vollkommen durcheinander. Ich sollte sie suchen und dann das Relief wiederherstellen. Gut, Schiffskanone ist abgeschlossen. Wo brauchten wir noch Feuer? Da oben an der Wand. Da qualmt's jetzt. Hat eine ganz schöne Wirkung gehabt, die Kanone. Jetzt lass uns mal schauen, die Kerze ist weg. Natürlich ist die Kerze weg. Wie konnte ich auch anders vermuten? Freunde, der Skelettpirat schießt Laser. Das ist unfair. Und hier ist Cthulhu. Die Statue eines sagenumwobenen Meeresungeheuers in einer besonderen Pose. Cthulhu, Wimmelbild. Oh, schön weißes Wimmelbild. Krallenspuren, Schürhaken und Schleifeisen. Schürhaken? Da. Und ein Schleifstein. Bist du? Ja. Hammer und Mosaik. Der Hammer liegt hier, Freunde. Den lasse ich liegen. Ihr wisst wieso. Mosaik. Hier in diesem Gammelding ist doch kein Mosaik. Dann benutzen wir mal das blinkende... Säge. Säge, Säge, Säge. Wir müssen Säge zusammenbauen. Nur wo ist der Griff? Das ist der Griff. So, und hier müssen wir irgendwie den Sandsack mit verkloppen. Ah! Den Sandsack auffüllen. Okay, jetzt haben wir also Sack. Sand im Sack. Genau. Fackel, Krähe, Flöte. Fackel, Krähe, Flöte. Fackel. Ach, die brennt wahrscheinlich noch nicht, die Fackel. Fackel. Nee, Axt. Okay. Fackel. Und wo ist die Krähe? Die nervt. Da ist eine Maus. Hallo, Maus. Du nervst natürlich nicht. Da ist die Krähe. Fackel. Fackel, Fackel, Fackel. Wir fackeln nicht lang und finden die Fackel. Nicht. Eine Flöte. Fackel. Hammer, Mosaik, Flöte. Also Hammer wissen wir ja. Mosaik, Flöte, Rad. 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 Mosaik. Und eine Flöte. Was macht hier eine Flöte? Ist es da oben die Flöte? Tatsächlich. Sah eher aus wie eine Klarinette. Mosaik. Ah, Freunde, guck mal, eine Guillotine für Finger. Da unten, wo der Pfeil ist. Gruselig. Hier ist Mosaik. So, und anstatt den Hammer anzuklicken, spielen wir wieder eine Runde Mahjong. Spaß für die ganze Familie.
Die werden größer, merkt ihr das? Aber auch immer noch genauso einfach. Weil sehr, sehr vieles offen liegt. Also man muss eigentlich nichts wirklich freiräumen. Zwei Flaschen. Zwei Flaschen. Eine Flasche aber nicht. Wir haben jetzt doch hier. Party 4. Warum steht denn das da? Achso, das verändert sich ja, logisch. Weil wenn wir was wegbauen, dann wird ja was anderes dafür freigegeben. Klar. Anker haben wir gar keinen einzelnen. Muss man den Schädel nehmen. Die haben wir auch nicht. Dafür haben wir den Einzelsäbel. Hier haben wir 3. Dann haben wir das X. Zu den dreien kommen wir leider momentan nicht. Ein Einzelanker. Oh, Schädel. Der 4. Einzelanker. So. Hier. Wird schon schwerer, man merkt's. Aber wenn kein Paar mehr verfügbar ist, mischt er neu. Schön. Und wir bekommen eine Kachel. Die haben wir doch gar nicht gefunden. Ein Mosaik haben wir gefunden. Wahrscheinlich war die da dabei. So, die Festung ist ziemlich groß, aber auch baufällig. Die Piraten müssen sie jahrelang ausgebaut haben. Aber alles umsonst. Die ist zu schwer, um sie anzuheben, aber vielleicht kann ich sie ja rollen. Das ist ein guter Hebelpunkt, aber jetzt benötige ich nur noch eine stabile Stange. Ich dachte schon, wir müssen jetzt hier 20 Fische sammeln. So, kann man noch was angucken? Dieses unheimliche Leuchten. Ist dies Remingtons Werk? In dem Turm muss sich jemand befinden. Warum ist hier ein Schiff? Schaut mal, da ist ein Schiff eingebaut. In die Festung. Das ist cool. Das hat was. Die Kachel, genau. Oh, Freunde, bei sowas bin ich nicht so gut. Geht das auch so? Ach ja, okay, dann ist es easy. Ich dachte, das ist so ein Schieberätsel. Das wäre nämlich schrecklich, schrecklich, schrecklich. Das ist ganz, ganz schrecklich. Erstmal alle Randteile finden. Dann die Randteile mal ordnen. In der falschen Reihe. Rand, 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 Rand. Noch ein rechter Rand irgendwo? Nö, sind nämlich alle. Aber die untere Ecke fehlt. Ach nee, da ist überwuchert. Das ist das Eckstück. Macht beides irgendwie nicht so Sinn. Zumindest erkenne ich noch nichts. Sondern mal alle oberen. Okay. Nee. Da müssen wir nichts lösen. Das kriegt man schon hin. So. Dann weiter die oberen finden. Die unteren können wir auch gleich mal einfügen. Ja. So, der Rand ist fertig. Kommt hier die Gosche hin? Hier irgendwo der Ärmel. Vermutlich dann hier. Mhm. Brauchen wir noch den anderen Ärmel. Da ist die Mary. Ihr Kleid ist recht auffallend. Das hier stimmt. Das hier hinten nicht, oder? Könnte das ihr Kleid sein? Nee.
Hier, das da ist ihr Kleid, da ist nämlich die Hand mit drauf. Aber dann kann das eigentlich nicht stimmen, oder? Nee, stimmt auch nicht. Wir müssen die oberen Teile ja auch noch sortieren, logisch. Aber wenn hier in der Ecke die Welle ist, dann stimmen schon mal die Wellen. Das ist eine gute Sache. Noch mehr Wellen. Hier hören die Wellen auf. Und dann scheint Remington zu kommen. Und hier in der Ecke sind die Blumen, genau. Dann kommt das daher. Schupp. Der Teil hier stimmt. Das hier drüben muss auch stimmen, weil es ein Eckstück ist. Da ist so ein komisches Dingsy dran. Die können wir ja durchprobieren. Da ist nichts dabei. Kann sein, dass das stimmt. Nee, hier, Fahne. Ah, das ist die Fahne vom Turm. Nee, wollte ich doch gar nicht. Wind. Wind und Remingtons Hut. Seine Hand. Und hier geht's auch auf. So, dann kommt das hier hoch. Und hier ist jetzt sein Schiff. Scheinbar. So rum, genau. Alles nicht so wirklich. Hier kommt man noch. Also die hier stimmen. Alle sogar. Die ganze Reihe ist richtig. Ah, hier ist der. Die Oberweite von der Dame. Dann ist das hier Remington. Und noch die zwei tauschen. Eins fehlt noch. Eins ist noch falsch. Feuerplatte. Das Feueremblem. Sehr schön. Und schon können wir in die Krypta. Und da wimmelt's an der Leiche. Freunde! Da ist keine Leiche im Sarg, sondern ein Sack voll Müll. Wer macht denn sowas? Reagenzglas-Trillerpfeife. Reagenzglas, endlich. Was haben wir hier? Die Violine. Die gehört doch bestimmt in diesen Kasten. Nee, in den da. Hallo? Müssen wir erst öffnen. So, Reagenzglas, Trillerpfeife. Trillerpfeife? Reagenzglas, das ist eine Flasche. Knoblauch, Holzschuh, Kästchen. Holzschuh, noch ein Holzschuh. Ah, das war der Holzfuß. Kästchen ist doch das hier, oder? Ah, nee, das war der Rahmen. Knoblauch, Muschel, Motte. Knoblauch? Das sind Blätter, keine Muschel. Motte? Du bist aber keine Motte. Nee, so nicht. Du bist die Motte. Kelch und Klee. Kelch und Klee. Muschel? Kelch und Klee. Kelch? Klee. Grün wird da wahrscheinlich eher nicht sein. Außer da oben vielleicht. Aber das ist nur Gestrüpp. Immer noch das Reagenzglas. Da ist das Reagenzglas. Kästchen. Puh. Da. Klee.
Schinken ein bisschen probieren. Da ist der Angelhaken, den wir noch brauchen, Freunde. Klee. Das sind normale Blätter alles. Da! Ein in den Stein gemeißeltes Kleeblatt. Ein Reagenzglas für uns. Und was gibt's hier noch? Ein Eisenrohr. Eisenstab. Und Glasfenster und Vorhänge. Dieser Ort wurde von einer Frau eingerichtet. Da bin ich mir sicher. Mit fleischfressenden Pflanzen. Huch, die scheinen hungrig zu sein. Ich sollte sie füttern, damit ich mich... damit ich nicht selbst als Futter ende. Als könnten Venusfliegen fallen, Menschen fressen. Meine damals ist schon gestorben, als sie eine Fliege gefressen hat. Merkwürdig, die Kerzen sind angezündet. Jemand muss hier gewesen sein. War es vielleicht Remming? Wer weiß, meine Liebe, wer weiß. Das Beerdigungsporträt in der Krypta wurde erst kürzlich von einem Angreifer zerrissen. War dies Remingtons Werk, der ein bestimmtes Bild aus seinem Gedächtnis löschen wollte? Wenn ich die zerrissenen Teile finden würde, könnte ich selbst einen Blick drauf werfen. Okay, und hier das Buch. Marys Tagebuch. 21. Oktober 1737. Ich werfe meine Familie und mein luxuriöses Leben für einen Piraten weg. Er ist einfach der Mann meiner Träume. Unsere Beziehung begann unter schlechten Umständen, nachdem Henry mich entführt hatte. Als Gefangene auf dem Piratenschiff versuchte ich mich zu ertränken, in der Hoffnung, meine Familie vor Schaden zu bewahren. Henry sprang mir nach und rettete mich. Anstelle eines sofortigen Todes befiel mich ein bösartiges Fieber. Henry pflegte mich 2 Wochen lang liebevoll gesund. Während dieser Zeit lernte ich den wahren Captain Remington kennen. Und zwischen uns veränderte sich alles. Es war anders als all die jungen Barone und Grafen, die ich bis dahin kennengelernt hatte. Mutig, jung und charmant. Aber ihn belastete auch ein dunkles Geheimnis. Zunächst wollte ich ihm die Fehler seines Handelns aufzeigen. Doch dann verliebte ich mich in ihn. Als er um meine Hand anhielt, sagte ich ja. Aber seine schreckliche Vergangenheit konnte nicht ungestraft bleiben. Erst recht nicht, nachdem mein Vater alles erfahren hatte. Blut musste mit Blut vergolten werden. Daher kamen die Soldaten auf die Insel, um mich gegen meinen Willen zu retten. Deshalb fand anstatt einer Hochzeit ein Massaker statt. Darum wurde Henry umgebracht. Es brach mir das Herz. Mein Vater wollte einen vollkommenen Sieg, weswegen er mich an den Mörder meines Geliebten verheiratete. Mein Schicksal war beschlossen, aber ich blieb starr. Nun bin ich, eine reiche, aber verbitterte Witwe, heute erneut hier. Erneut hier. Hier, wo alles angefangen hat. Wenn Henry und ich zusammen sein können, werden wir im Tod vereint werden. Ja, da steht so da. Ich habe diese Krypta für uns erbauen lassen. Ich hoffe, dass jemand eines Tages uns seine Überreste findet und neben mir bestattet. Dann werden wir zusammen sein. Auf ewig. Oh. Januar. 6. Januar 1741. Henry kam nicht wieder und ich liege im Sterben. Diese Insel spukte jahrelang in meinem Kopf herum und so wende ich auf ihr und so werde ich auf ihr spuken, wenn es nötig ist. Mein Porträt wird meine Seele über die Jahrhunderte tragen. Traurige Geschichte, Freunde. So, Reagenzglas, machen wir das zuerst, damit wir auf dem Schiff auch nichts vergessen. Reagenzglas. Erst anklicken, dann einsetzen.
Ich muss die Chemikalien gemäß dem Rezept des Schiffarztes zusammenmischen, um die Lösung herzustellen. Okay, gelb in den Topf. Hallo? Topf? Blau da rein. Hallo? Mach mal Info. Ah, das ist die Info. Ah. Jetzt also gelb hier rein. Hallo? Jetzt gelb. Dazu. Rot kommt aber erst ganz hinten rein, ne? Okay, Auftrag abgeschlossen. Feine Sache. Jetzt können wir nämlich hier unten im Lagerraum das Ding da freiätzen. Hochzeitseinladung. Die war da drin. Okay. Ich dachte, da kommt irgendwas Cooleres raus. Rein, hin und schieben. Das ist zu dick, um es durchzuschneiden. Es muss einen anderen Weg geben. Ja, wir haben nämlich noch Säure übrig. Jetzt ist er leer. Aquarium. Ja. Dem Steuerrad auf dem Kamin fehlen einige Teile. Wer es wohl dort angebracht hat? Ob es Remington war, der sich selbst in seinem komfortablen Festung nach dem Meer sehnte? Oder hat es vielleicht eine andere Bedeutung? Das Steuerrad ist unvollständig. Wo sind die anderen Teile? Eineinhalb Stunden nehmen wir auf, Freunde. Ich glaube, ich mache mal eine kurze Aufnahmepause. Dann ist es auch leichter zu bearbeiten, nämlich. Wir sehen uns später wieder.